Ermittle das Produkt. Also was du hier hast, ist 4 mal minus 5 mal minus 7,5. Ich schreibe die Aufgabe nochmal ausführlich auf mit den Malzeichen. Die Malzeichen darf man weglassen, aber wenn einem das lieber ist und deutlicher ist, dann kann man sie auch nochmal hinschreiben. Also 4 mal minus 5 mal minus 7,5 mal minus 7,5. Und du kannst es ausrechnen in einer beliebigen Reihenfolge. Du kannst erst das zusammenrechnen oder das, wie du möchtest. Ich fange mal links an und rechne zuerst aus, was 4 mal minus 5 ist. Und das ist natürlich 4 mal 5 ist 20. Wir haben aber eine negative, eine positive, also muss es minus 20 sein. Hier kommt also minus 20 raus. Und dann bleibt dir noch die mal minus 7,5 übrig. Und das auszurechnen fällt mir im Kopf ein bisschen schwer, deshalb schreibe ich mir das nochmal ausführlich hier neben. Ich lasse die Vorzeichen erst einmal weg, also 20 mal 7,5. Dann fange ich hier an und rechne 7 mal 0 ist natürlich 0 und 2 mal 7 ist 14. 0 mal 5 ist 0 und 2 mal 5 ist 10. Oh Gott, ich wollte ja die deutschen Einsen machen. Dann haben wir hier 0 bleibt 0, 0 plus 0 ist 0, 4 plus 1 ist 5 und 1 plus 0 ist 1. Dann haben wir wie viele Stellen nach dem Komma? Eine Stelle nach dem Komma, also müssen wir hier das Komma setzen. Das heißt, dein Ergebnis ist 150. Und jetzt müssen wir überlegen, die Vorzeichen, also wir haben hier Minus und wir haben hier Minus. Und wir wissen, Minus mal Minus, da fallen die Minus weg und wir kriegen eine positive Zahl heraus. Also unser Ergebnis ist 150,0. Kann man auch hier nochmal hinschreiben. 150. Okay?